Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 2, Kapitel 10. So, wir haben unsere Schleuder, wir haben Brennnessel, wir haben Ameisen, keine Ahnung für was. Ich weiß immer noch nicht, wo Aljena wohnt. Und kann man denn jetzt irgendwie... Das Problem ist, ich verstehe nicht, inwieweit sich das mit den Bienen und der Salbe halt irgendwie, also was das da irgendwie... Du meinst, bis ich ihm alles beigebracht habe und er hier Zellerar werden kann? Es sind schwere Zeiten. Wir können nicht einfach einen neuen Mönch zu uns in die Bruderschaft holen. Dann wollen wir mal. Wir machen jetzt erstmal die Brennnessel klein. Na also. Yep. Hab's fast. Gut. Und was jetzt? Milius? Ja? Weißt du, wie man Salbe macht? Ja, sicher. Man braucht lediglich etwas heißes Fett und Bienenwachs. Danke. Salbe für die Hände der Arbeiterin nehmen. Weißt du, Jack, du würdest wirklich ein guter Mönch sein. Was? Ich? Ich glaube, das würde nicht gehen. Warum nicht? Du kannst lesen, du weißt schon etwas über Heilkräuter und deine Gesellschaft tut uns allen gut. Soll das hier Wein sein? Was? Hier unten in der Ecke. Nein, das ist Essig. Das ist Essig. Der sollte da nicht stehen. Was hat sich Cuthbert dabei nur gedacht? Herr, steh mir bei. Damit ich Bruder Andrew nicht aus meiner Küche jage. Ich glaube nicht, dass ich ein guter Mönch wäre. Warum nicht? Selbst Philipp glaubt das. Ist ja auch nicht wichtig. Ich muss jedenfalls kein Mönch sein, um hier vorbeizuschauen, damit wir uns unterhalten können, oder? Das stimmt. Und ich befürchte, ich muss jetzt zurück an die Arbeit. Danke für die Hilfe. Okay, Salbe für die Hände der Arbeiterin. Ist die jetzt schon fertig? Um das jetzt herauszufinden, versuche ich jetzt mal den... Prior Philipp ist zu gutmütig. Immer ist es der Subprior, der sich um all die Dinge kümmert, die er lieber meidet. Der Honig ist gar nicht mehr da. Und nein, deswegen die Ameisen so bleiben in meiner Tasche. Hoffe ich zumindest. Nervöse kleine Tiere. Gewissermaßen hat der Subprior mehr Verantwortung als der Prior. Und auch mehr Sorgen. Die werden immer noch angeschnauzt. Dann gehen wir jetzt mal zu den Arbeiterinnen. Und geben da die Salbe ab. Sie haben Probleme mit ihren Händen und Füßen. Vielleicht kann ich ihnen irgendwie helfen. Probiert mal die Salbe. Wann hast du nur die Zeit gefunden, Salbe für uns zu machen? Hast du nichts zu tun? Wer wäre ich denn, wenn mir das Schicksal hilfesuchender Damen egal wäre? Heißt das, du hilfst uns jetzt beim Walken? Ich habe selbst viel zu erledigen. Darum wird das leider nicht klappen. Aber natürlich. Plötzlich hast du etwas zu erledigen. Aber ich muss schon sagen, die Salbe wirkt. Meine Hände fühlen sich schon viel besser an. Danke, Jack. Es war mir ein Vergnügen, meine Damen. Gut, was soll ich jetzt tun? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich dachte, er hat bei Aljenas Haus vorbeischauen später, aber ich weiß gar nicht, wo die gute Frau wohnt. Da!
Ich gehe jetzt einfach mal vorbei. Gucken, was passiert. Komm, Jonathan. Erzählen wir Ellie, was wir rausgefunden haben. Ranulf von Chester und sein Halbbruder haben Stefan die Burg von Lincoln weggenommen. Jetzt haben wir die Chance, sie zurückzugewinnen. Wir? Wer ist wir? Ganz England stöhnt unter neuen Steuern und wird zerrissen von diesem sinnlosen Streit. Sinnlosen Streit? Du glaubst immer noch, ich spiele nur herum? Nein! Ich riskiere mein Leben, Ellie. Für dich und mich. Das ist kein Spiel. Das weiß ich. Wirklich? Es ist eine Ehre, Ritter des Königs zu sein. Eine Ehre, die eine Menge Geld kostet. Jetzt hast du es zerbrochen, Jonathan. Da ist jemand an der Tür. Ich bin gleich zurück. Oh. Geh mal spielen. Jack. Hey. Na? Ja. Was machst du hier? Ich... Guck mal, der Kleine. Hast du Besuch? Ich hab dich vermisst. Oh ja, komm. Ja, komm, 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 komm. Ja, ist gut. Ich... Alles in Ordnung bei dir? Ja, es dauert nur eine Minute. Tut mir leid, mein Bruder ist hier. Er muss bald nach Shiring zurückreiten. Ah, verstehe. Nun gut. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich etwas über das Buch herausgefunden habe. Welches Buch? Oh, Ovid, hast du wirklich noch danach gesucht? Natürlich. Warum auch nicht? Ich weiß nicht. Es kam mir nur so vor, als gäbe es gerade so viele Probleme auf der Baustelle. Wo wir gerade davon sprechen. Könntest du Philipp ausrichten, dass mir eine Idee gekommen ist, wie wir die Arbeiter bezahlen können? Oh, wie denn? Ich werde all seine Wolle kaufen und selber wieder auf der großen Wollmesse verkaufen. Aber ich muss erst nach Shiring und das Geld besorgen. Alles klar, ich werde es ihm ausrichten. In Winchester haben sie eine Kopie der Amoris. Oh. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der es besorgen kann. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass Philipp sein Geld bekommt und mit Percy spricht. Wem? Percy Hamley, dem Grafen. Percy Hamley ist ein fetter Tölpel. Das weißt du ganz genau. Glückwunsch! Jeder hat dich gehört. Ja, und? Sie sind alle Bastarde. Ich denke, ich sollte jetzt gehen. In Ordnung. Sehen wir uns später, Jack? Natürlich. Bastarde. Oh! Also, das Wort solltest du besser ganz schnell vergessen, kleiner Bruder. Aber sehr schnell. Für sie hast du also Geld, Ellie. Du belauschst mich also. Großartig. Der Handel mit Philipp wird ihm und uns helfen, Richard. Robert von Gloucester rückt in diesem Moment auf Lincoln vor. Morgen werden wir von Shiring aus losreiten. Und was ich von dir brauche, ist Geld für ein neues Schwert und ein Gambeson. Und ich will mein Schild in Stefans Farben bemalen lassen. Führt das alles irgendwo hin, Richard? Du bist nun schon seit Jahren damit zugange. Und hat der König je erwogen, dich zum Grafen von Shiring zu machen? Noch nicht. Aber ich habe Seite an Seite mit ihm gekämpft. Er kennt meinen Namen, Ellie. Oh. Na gut. Wir treffen uns in Shiring. Ich bringe das Geld mit. Hm.
Was hab ich denn noch zu tun? Ich weiß nicht, was ich mit den Ameisen anfangen soll. Philipp? Ja? Aljena sagt, dass ihr eure Arbeiter bezahlen könnt. Sie hat genug Geld, um jetzt schon die ganze Wolle der Priorei aufzukaufen und dann selbst in Shiren weiterzuverkaufen. So könnt ihr euer Geld früher bekommen. Ist das wahr? Aber ihr müsst sie selbst nach Shiren begleiten. Sie muss das Geld erst noch holen. Je früher, desto besser. Ich muss ohnehin mit Percy Hamley sprechen. Danke, Jack. Aber jetzt kehr besser wieder zurück an deine Arbeit. Tom will mit dir sprechen. Wenn ich Tom jetzt anspreche, wird er darauf bestehen, dass ich auf der Baustelle bleibe und weiterarbeite. Habe ich hier draußen wirklich alles erledigt? Ach so. Das weiß ich ja nicht. Ich denke, ich bleibe noch. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, was ich mit den Ameisen soll. Irgendwas mit Martha? Ich habe Ameisen in meiner Tasche. Ist das was Gutes? Keine Ahnung. Frag doch mal Alfred später. Jack? Jetzt verstehe ich. Ja, dann habe ich alles erledigt. Geh zurück an die Arbeit. Wo ist Alfred? Jack? Was? Wir müssen reden. Wo ist denn Alfred? Du wolltest den Karkstein zu Ende machen und ich habe dich gelassen. Subpriorimigius hat mir gesagt, du hättest die Mönche im Skriptorium gestört. Philipp hat mir gesagt, ich soll lesen üben. Die Bibel solltest du lesen, nicht das seltsame Buch, über das du dich erkundigt hast. Und dann vertust du deine Zeit einfach auf dem Friedhof und dem Markt. Und in der Küche. Und unterhältst dich den lieben langen Tag mit den Walkerinnen. Ich habe eine Salbe für sie gemacht. Ich wollte ihnen helfen. Stattdessen hättest du arbeiten sollen. Weißt du nicht, dass wir kurz davor stehen, den ganzen Bau zu schließen? Wenn ich nicht vorgeplant hätte, dann wäre es schon vorbei. Aber wie soll ich vorausplanen, wenn ich mich nicht auf dich verlassen kann, Jack? Was? Vorsicht! Wow. Ich wusste es die ganze Zeit. Alles in Ordnung? Ja. Hier oben! Kommt! Schnell! Ich hab's die ganze Zeit gesagt. Die ganze Zeit. Was ist passiert? Dein Sohn glaubt, ich hätte die Steine fallen lassen. Du hast sie raufgezogen, nicht wahr? Natürlich. Das ist meine Aufgabe. Er war bestimmt wütend, weil er vielleicht keinen Lohn kriegt. Hör auf, Alfred! Was? Peter, was war hier los? Ich bin mir nicht sicher, aber da war ein Mönch. Er trug eine schwarze Kutte. Und als er sah, dass ich ihn bemerkte, lief er weg. Vielleicht war er es. Eine schwarze Kutte? Willst du damit sagen, es war mein Fehler? Nein, nein. Ich kannte den Kerl nicht. Ich bin sicher, er war nicht von hier. Nein, Peter hat die Steine fallen lassen und will es nicht zugeben. Ich versichere euch, ein Mönch würde so etwas nie tun. Ich habe einen Mönch in Schwarz gesehen, auf dem Markt. Was du nicht sagst. Ich war auch dort, zur gleichen Zeit wie du. Erzähl, was hat er getan, als du ihn gesehen hast? Er ist in die Kirche gegangen. Er wäre fast auf zwei Hühner getreten. Wartet, Jack hat recht. Ich erinnere mich jetzt. Da war ein Mönch. Und er ist in die Kathedrale gegangen. Richtig. Ich gehe vorne raus und suche nach ihm. Du überprüfst die Rückseite. Mach ich. Wo ist der Mönch in Schwarz? Hat er wirklich das Seil durchtrennt? Da ist er. Ich sehe ihn. Der haut ab. Wo ist der hin? Hier hin. Hey,
Hey, du! Hey! Oh, oh, oh. Was ist hier los, Mönch? Mutter! Jack? Er ist kein Mönch. Er hat versucht, mich umzubringen. Pass auf! Du hast was? Bitte, ich... Ich kenne dich. Du gehörst zu ihnen. Haben sie dich geschickt? Bitte, lass mich gehen. Weswegen hat man dich geschickt? Tom Bilder. Ich sollte Tom Bilder umbringen. Mhm. Tom? Was geht hier vor? Hör mir gut zu. Ich kenn dich. Ich kenn dein Gesicht. Sag ihnen, du hättest es geschafft. Sag ihnen, Tom Bilder sei tot. Aber... Sag es ihnen, sonst werde ich dich finden. Ja. Lauter, oder ich beleg dich mit einem Fluch. Ich werde ihnen sagen, was du willst. Bitte. Halten Sie sie für eine Hexe? Was zum Teufel? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vor allen Dingen das... Ah, da ist Was sollte das? Warum hast du ihn gehen lassen? Er war hinter Tom her. Nach all den Jahren geht es wieder los. Was? Sag Tom, er soll sich bedeckt halten. Wenn wir Glück haben, glauben sie, dass er tot ist. Fürs Erste. Warum sagst du es ihm nicht? Ich bin der Grund, weshalb sie ihn töten wollen. Es ist meine Schuld. Was ist deine Schuld? Wir hätten nie nach Kingsbridge kommen sollen, Jack. Brief von Francis. Brief vom Februar 1141. Mein lieber Philipp, schon viel zu lange haben wir nicht mehr miteinander gesprochen. Wie kann ich nicht berichten? Ach, so viel kann ich nicht berichten. Denn die Schreiber des Grafen Roberts sind der Geheimhaltung verpflichtet. Ich erinnere mich gut daran, wie wir einmal zu Neujahr über die Welt der Politik gesprochen hatten. Nachdem ein paar Jahre ins Land gegangen sind und der Konflikt zwischen Graf Robert und Stefan noch immer wütet, kann ich nachvollziehen, wieso du das Leben als Prior vorziehst. Sich in Politik einzumischen, hat immer mehr Leid als Freud verursacht. Ich werde Robert von Gloucester auf seiner Mission gegen Stefan durch England begleiten. Wo auch immer wir hingehen, hören wir von der wunderbaren Arbeit von Prior Philip und Kingsbridge. Dein St. Adolphus ist inzwischen sogar in Wales und Schottland wohl bekannt, dein Bruder Francis. Wie viele haben wir denn hier noch? Eins, zwei. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Philipp, entschuldigt die Störung. Philipp? Bitte verzeiht. Ist alles in Ordnung? Ich dachte gerade an meinen Bruder. Was ist? Aliena ist bereit, mit euch nach Shiring zu reiten. Dann sollte ich sie nicht warten lassen. Als wir losritten, gab Aliena ihrer Erleichterung Ausdruck, dass Percy Hemley während des Wollmarks in Shiring Hof hielt und nicht in der Burg ihres Vaters. Ich hatte es Aliena noch nicht gestanden, dass ich mir die Schuld am Schicksal ihres Vaters gab. Als wir auf eine große Gruppe von Bauern trafen, die so verzweifelt wirkten wie die Flüchtlinge, die seinerzeit aus Earls Castle gekommen waren, spürte ich Schuld und Scham in mir aufsteigen. Rede mit den Bauern, ja, warum nicht? Philipp hielt an, um mit den Bauern zu reden, und ich ebenso. Natürlich konnte er nicht an Menschen vorbeigehen, die in Not waren. Nicht einmal, wenn er unterwegs war, um Kingsbridge vor einem weiteren Übergriff der Hemleys zu retten. Zwei der Bauern brachen in Tränen aus und bettelten um Essen. Philipp war beschämt, als sie den Saum seiner Kutte packten und um eine milde Gabe heischten. Sie sagten, sie kämen aus Wigley. Sie hätten unerlaubt eine Mühle gebaut und keine Steuern für das Mahlen an den Grafen von Shiring entrichtet. Ich biss mir auf die Lippe, als sie den Titel nannten, der meinem Vater gehört hatte. Zur Strafe hatte der Graf ihre Mühle zerstört. Philipp schien sich unsicher zu sein, was er dazu sagen sollte. Ich war weniger zögerlich.
Ich fragte sie, warum sie unerlaubt eine Mühle gebaut hätten. Die Bauern erzählten uns, dass die Mühlsteuer in ihrem Dorf verdoppelt worden sei. Die Bauern schrien, der Graf habe auch ihre Felder verbrannt, ihre Häuser zerstört und ihnen ihr Vieh weggenommen. Ein paar von ihnen seien getötet worden. Philipp sagte ihnen, sie sollten nach Kingsbridge gehen. Wir ritten weiter und er schwieg. Vielleicht hatte er angefangen, die Hoffnung zu verlieren, seine Probleme mit dem Grafen in Shiring zu lösen. Ich hatte den Hamleys nie getraut. Und doch war ich anscheinend im Laufe der Jahre sorglos geworden. Sie hatten getan, was sie König Stefan und mir versprochen hatten. Doch eigentlich hätte ich wissen sollen, dass sie am Ende ihr Wort brechen würden. Während ich diese finsteren Gedanken wälzte, kamen wir an einem Galgen vorbei, an dem zwei Männer baumelten. Eine alte Frau stand neben einem der Gehängten und knurrte uns wütend an. Halte an und sprich mit der alten Frau. Ja klar, warum nicht? Die alte Frau sah uns an wie ein in die Enge getriebenes Tier. Philipp wollte wissen, was geschehen sei. Sie lachte schrill und schüttelte den Kopf. Sie durchsuchte weiter die Kleider der Toten. Sie hatte ihnen schon die Schuhe ausgezogen und bei einer der Leichen ein paar Münzen gefunden. Erst jetzt sah ich, dass irgendjemand Fuchsschwänze an die Leichen gebunden hatte. Man hatte ihnen die Hände abgeschnitten und ihre Gesichter waren versenkt. Boah, wie grausam. Boah. Die Toten bestehlen, was ist mit ihnen geschehen? Man soll die Toten wirklich nicht bestehlen. Ich bin da absolut kein Fan von. Aber ich würde viel lieber wissen, was mit ihnen geschehen ist. Ich fragte mit strenger Stimme, was mit den Männern geschehen sei. Die alte Frau lachte schrill und meinte, sie hätten mit Feuer gespielt. Als Philipp sagte, sie solle bei Gott meine Frage beantworten, wurde sie ernst. Sie erklärte ihm, diese Männer seien Wilddiebe und bei der Jagd in den Wäldern des Grafen ertappt worden. Philipp ritt weiter, und als ich zu ihm aufschloss, konnte ich sehen, dass er jetzt entschlossener denn je war, mit Percy Hamley zu reden. Vielleicht hat es ja was gebracht und er ist jetzt ein bisschen rabiater. Aliena ritt an meiner Seite, ohne zu wissen, dass ich seit langer Zeit am Schicksal ihrer Familie schuld war. Seit ich damals den Fehler gemacht hatte, Walleran Bigot zu vertrauen. Ich fühlte mich wie eine Fliege im Spinnennetz. Jede Bewegung, die ich machte, schien mich tiefer zu verstricken. Aber dann riss mich Alienas Ausruf, als sie an mir vorbeipreschte, aus meinen Gedanken. Shiring, rief sie. Oh. Ja, ich habe allerdings nicht Alfred bestraft mit den Ameisen. Ich hätte das, glaube ich, früher machen sollen. Also bevor ich zu Alienas Haus gegangen bin. Davor hätte ich bestimmt nach Alfred gehen müssen und ihm die Ameisen in die Tasche stecken. Ja, ist jetzt halt leider nicht, ist jetzt auch nicht so blöd, dass es jetzt nicht funktioniert hat. Okay, was haben wir getan? Du hast dich sehr bemüht, die Arbeit an deinen Kragstein zu wenden, mit Unterstützung von Ellen und Milos. Moment. Hast du den Walkerinnen geholfen? Richard versucht, die Grafschaft für sich und Aliena zurückzugewinnen. Du hast Cuthberts Grab besucht und Bruder Arnold versprochen, ihn zu begraben. Du hast alle drei Wespennester zerstört. Du hast den Mönch gefangen. Ellen zwang ihn zu behaupten, Tom sei tot. Und jetzt kommt Kapitel 11. Der neue Graf. Das ist er also? So ein Gesicht vergisst man nicht. Wenn euch jemand eine Audienz beim Grafen beschaffen kann, dann Vogt Justus. Ich hoffe, Percy Hamley wird uns mehr Verständnis entgegenbringen als den Leuten von Wigley. Ich frage mich, was für ein Mensch Percy Hamley geworden sein muss, um Leute fürs bloße Wildern zu töten. Seid gegrüßt, Vogt. Ich muss mit dem Grafen reden. Es geht um eine rechtliche Sache von größter Wichtigkeit. Stellt euch hinten an, Mensch.
Warten Sie alle darauf, ihn zu sehen? Was habt ihr denn erwartet an einem Gerichtstag? Ich fürchte, das wird etwas dauern. Ich suche dann mal nach Richard. Da er morgen in die Schlacht zieht, braucht er neue Ausrüstung. Hoffen wir, dass der Graf uns gegen den Bruch unseres Abkommens mit den Hemleys Unterstützung gewährt. Ich will auch mit Meg über den Verkauf der Wolle der Priorei sprechen. Wir werden einen Weg finden, die Kathedrale weiterzubauen, Philipp. Mit dem Stein und Holz, das sie uns weggenommen haben, oder ohne. Das müssen wir. Richard hat mich um Geld gebeten, aber wo ist er? Und wir müssen mit Meg auch reden. Bittsteller. Wenn mein Vater nicht abgesetzt hätte, könnte ich ihm jetzt helfen. Tut Buße! Denn das... Guten Tag, Vogt. Werden diese Leute noch lange warten müssen? Wenn du eine Beschwerde hast, sprich mit dem Grafen. Ich glaube, er erkennt mich nicht einmal wieder. Das Leben geht weiter, Mädchen. Das Ende ist nahe. Aber unser Graf wird uns zum Heil führen. Ist das so? Eine harte Hand für harte Zeiten. Es wird sich alles zum Rechten wenden. Es heißt, Jacks Vater sei ein Dieb gewesen und hier in Shiring gehängt worden. Wie es geschrieben steht im Buch des Matthias. Bettler. Armer Mann, teilnahmslos bei Gott, erinnert mich an Vater. Die unsere Generation an ein Ende bringen werden. Gute Qualität. Öffnet die Augen! Ich bin nicht gekommen, um etwas zu kaufen. Die Zeichen sind überall! Ja, dann rede ich jetzt erstmal mit. Meg betreibt diesen Stand für mich. Unsere Nahrung verfault. Ich werde nie mehr mit euch handeln. Bitte beruhigt euch. Meg, es ist gut, dich zu sehen. Ich bin hier, um das Geld zu holen, was wir bisher eingenommen haben. Verzeihung, wir waren gerade im Gespräch. Was ist das Problem? Selbst die Händler beklauen einen hier. Was für ein erbärmlicher Ort das geworden ist. Er hat bereits vor Wochen eine Karrenladung Wolle bestellt. Aber jetzt weigert er sich, den vereinbarten Preis zu zahlen. Sei sarkastisch, sei diplomatisch. Sei diplomatisch. Ich bin eigentlich eher ein sarkastischer Mensch, aber wir sind diplomatisch. Was meint ihr, warum die Preise dieses Jahr so hoch sind? Damit mehr Geld in eure Taschen fließt? Eigentlich hat der Graf alle Gebühren erhöht. Es kostet mehr, das Tor zu passieren, einen Stand aufzustellen und eine Verkaufsgenehmigung zu erhalten. Das mag sein, aber ich habe nun mal klare Anweisungen von meinem Herrn. Dieser Preis ist zu hoch. Habt ihr den Preis auf einem Kerbholz vermerkt? Gehört ihr zum Vogt? Wer seid ihr überhaupt? Mir gehört dieser Wollhandel. Oh. Ihr ist unsere Hälfte, Aljena. Würdet ihr mir nun bitte euren Teil des Kerbholzes geben? Ich verstehe das Problem. Es gibt ein paar Kerben mehr auf unserem Teil. Zwei Stücke, zwei unterschiedliche Preise. Zugegeben, Kerben bei unserem Teil hinzuzufügen ist viel, viel einfacher. Aha, ihr gebt es zu. Aber der Abschnitt mit den fehlenden Kerben ist dünner als der Rest. Du hast recht. Es sieht aus, als wäre da etwas weggeschnitten worden. Was? Wollt ihr mich als Betrüger bezeichnen? Jetzt weiß ich auch, was das Problem ist. Die Zeiten sind hart für uns alle. Ich werde euch nicht dem Vogt anzeigen. Diese Wolle wird nicht genug Kleidung für alle Diener meines Herrn abgeben. Ganz zu schweigen von den Hemden für ihn selbst. Wer sich Diener leisten kann und viele Hemden tragen will, sollte den Preis für eine Wolle dieser Qualität zahlen können. Das stimmt. Hohe Qualität? Ja. Aber das ist keine so hohe Qualität.
Jetzt, da es erwähnt, sehe ich es. Ich kann nicht so viel Geld für so schlechte Wolle bezahlen. Jetzt zweifelt er die Qualität an. Schön. Dann lasst mich die Qualität meiner Wolle beweisen. Ihr könnt's versuchen. Unglaublich. Ich muss jetzt aber erstmal Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.